Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Und für so ein erstes Let's Play dachte ich mir, ich suche mir ein Spiel aus, in dem ich mich gut auskenne und was mir sehr viel Freude bereitet. Deswegen hier, Live for Speed, ein etwas älteres Rennspiel, welches jedoch ja, immer noch sehr viele Fans hat. Es ist knapp 10 Jahre alt mittlerweile. Zwischendurch gab es das ein oder andere Update, seit einiger Zeit jetzt nicht mehr so wirklich. Was unter anderem da zum Ausdruck kommt, dass da unten im Copyright immer noch 2012 steht. Naja, ja, wie let's playt man ein Rennspiel? Naja, ich mach's mir einfach. Ich werde jetzt einfach nur die Fahrschule mit euch machen. Also gehen wir in die Fahrschule. Die Fahrschule ist ehrlich gesagt auch etwas hier an diesem Spiel, was ich noch gar nicht gemacht habe. Also quasi blind. Weiß auch nicht. Jedenfalls 38 Missionen haben wir hier. Und ja, dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich benutze hier ein Lenkrad von Logitech. Ein Driving Force GT und mit dem werden wir jetzt die erste Mission starten. Aufgabe: Willkommen in der Blackwood Rennfahrerschule. In der ersten Lektion kannst du auf der Blackwood Rennstrecke herumfahren und dich an den XF GTI gewöhnen. Das ist das Auto, was dort unten rechts angezeigt wird. Du wirst ein Gefühl für das Fahrzeug bekommen und die Ideallinie von Blackwood lernen. Die Farbe der Ideallinie zeigt dir, ob du beschleunigen oder bremsen musst. Achte auf die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse von 80 km/h. XF GTI. Der XF GTI ist ein gutmütiges Fahrzeug mit Frontantrieb und ist für Anfänger ebenso wie für Experten geeignet. Ja gut, dann starten wir mal. Wie gesagt, ich bringe Erfahrung mit, deswegen sowas wie links, rechts gucken oder so kenne ich alles schon. Strecke kenne ich prinzipiell auch. Das ist die grüne Linie, das ist die vom Computer errechnete Ideallinie für dieses Auto. So später merkte man, dass die teilweise mit der online gefahrenen Ideallinie nichts zu tun hat. Einfach weil die Berechnungsgrundlagen für diese Ideallinie etwas nicht stimmen, um es mal so zu sagen. Gebremst hier. Also die Ideallinie, wie gesagt, ist mehr so theoretischer Natur. Das hier ist also vor allem auch die erste Strecke, mit der man es zu tun hat in LFS, nicht nur hier in der Fahrschule, sondern das ist auch die Strecke, Demo quasi stattfindet. Es gibt ja eine kostenlose Demo-Version mit Online-Modus, also da kann man auch schon mal so ein bisschen fahrtechnisch, Fahrgefühl gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Ich präsentiere euch mal die Rennstrecke, also hier Kurve 1. Bremst man in der Regel noch später als ich. Also ich bin jetzt kein Pro-Rennfahrer, kein Alien. Dann hier diese charakteristische links, rechts, links. Rechts, links, rechts, Entschuldigung. Fängt ja gut an hier. Und dann die lange Gegengerade.
erreicht so gerade eben 180. Also viel mehr ist mit diesem Auto nicht zu erreichen. Aber es ist halt so eine Knutschkugel, mit der man sehr enge Rennen fahren kann. Das Auto auf Straßenreifen. Schon in der Beschreibung hieß, sehr gutmütig. Also mit den Zwischenzeiten brauchen wir jetzt hier gar nicht anfangen zu diskutieren. Sie sind ein bisschen langsam. Naja, egal. So. Das hier ist die letzte Kurve. Dann hinaus auf Startziel. Startziel ist genau unter der Brücke hier. Insofern auch sehr gut optisch auszumachen. 1:39:27. Es gibt online eine Weltrekord-Datenbank von diesem Spiel und da müsste der Weltrekord irgendwie bei 1:33 liegen, wenn ich mich nicht vertue. Aber wir haben unsere erste Mission geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Lektion bestanden. Du bist für diese Lektion als Ass eingestuft worden. Naja, das mit dem Ass, das muss jetzt nicht wirklich eine Richtzeit sein. Beschleunigen mit dem GTI. Beschleunige den XF GTI so schnell wie möglich bis zur Markierung. Ja. Richtzeiten, Ass, Profi, Halbprofi. Lerne, wie man schnell startet und richtig schaltet. Schalte hoch, wenn die Nadel des Drehzahlmessers kurz vor dem roten Bereich ist. Denke daran, beim Schalten vom Gas gehen, sonst beschädigst du deine Kupplung. Halte die Drehzahl des Motors vor dem Start hoch, um besser zu beschleunigen. Ja, auf so einer kurzen Strecke wird die Kupplung auch sicherlich zugrunde gehen. Ja. Rot, 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 grün. Also ich bin jetzt mit sehr viel Wheelspin angefahren, muss ich ja schon sagen. 7,1. Damit bin ich Profi. Ja, das wird wohl das extra bisschen an Wheelspin gewesen sein. Es ist... Naja, gut. Also es gibt verschiedene Kameraperspektiven. Heli-Perspektive. Aber eigentlich fährt man so am besten, meiner Ansicht nach. Es streiten sich da aber auch die Geister. Beschleunige bis auf über 100 und halte die Geschwindigkeit. Bremse direkt hinter der Markierung und komme so schnell wie möglich zum Stehen, ohne dass die Räder blockieren. Ja, quasi Bremstest. Du wirst lernen, richtig zu bremsen. Man versucht, eine möglichst hohe Verzögerung zu erlangen, genau zwischen blockierenden und sich drehenden Rädern. Ja, ein blockierender Reifen hat nicht mehr die optimale Haftung und man braucht daher länger, um das Auto anzuhalten. Bei blockierenden Rädern beschädigt man die Oberfläche des Reifens und bekommt einen Bremsplatten. War gut. Bremsplatten. Und 100 erreicht. Jetzt halten, halten, halten. 100. Eigentlich der Trick der Sache ist hier das Schalten. Bin als Profi eingeschult. Was war nochmal Ass? Dann muss ich mir nochmal nachgucken. Was hatten wir hier eigentlich? Als Ass-Angabe. So schnell wie möglich zum Stehen. Ach, probieren wir nochmal. Es irritiert mich, dass dort eine Zeitangabe ist und sonst keine Angabe. Jetzt bin ich knapp über 100.
Tickel schneller gewesen. Aber du hast zu früh gebremst oder warst nicht schnell genug? Ja, okay. Nochmal. So, jetzt fahre ich aber mal ein bisschen deutlicher über 100. Vielleicht hilft das. Das war mal ein sehr. Ich wurde als Profi eingestuft. Schade, man weiß nicht, wann man Ass ist, wann Profi. Ja, gut. Gehen wir weiter. Aufgabe: Fahre durch diesen Slalomkurs. Die Hütchen, die am Boden liegen, zeigen dir, welcher Seite du vorbeifahren musst. Diese Lektion hilft dir, Kontrolle über deines Fahrzeug bei Richtungsänderungen zu behalten. Solltest du nicht fortwährend beschleunigen, du solltest nicht fortwährend beschleunigen, da du sonst dem Verlauf des Kurses nur schwer folgen kannst. Versuche es stattdessen langsamer und fahre möglichst dicht an den Hütchen vorbei, ohne sie zu berühren. Ja, gut, geht's erst links lang. Es ist auch wieder eine Prüfung auf Zeit. Bremse war ein bisschen sehr sensitiv und ich muss kurbeln, kurbeln, kurbeln. Kurbeln, kurbeln. Geradeaus, Ziel. 16, 9, 8 und. Ich wurde als halb. Moment. Ey, was erwarten die hier? Nochmal. Achso. 14, 18. Na gut. Probieren wir es. Da war ich aber zweimal sehr nah dran. 16:33. Ja, geht also schneller. Ich probiere es noch einmal und wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Als Halbprofi besteht man wenigstens die Prüfung. Ja, und so geht's einfach nicht. Du hast das Zeitlimit überschritten. Toll. Die Lektion beendet, aber du warst zu langsam. Du hast drei Objekte berührt. Ah. Ich glaube, ich bin ein bisschen zaghaft. Und dann war ich ein bisschen zu. Ja, da waren die anderen beiden. Jetzt muss ich das sogar noch mal machen. Oh, okay. Super, ein Objekt, zwei Objekte. Och Mann. Zeit ist ungefähr dieselbe. Du hast die Lektion beendet, aber du hast zwei Objekte berührt. Tja, das ist, wenn man zu viel will. Dann muss man so Lektionen nochmal neu machen. So, jetzt aber bitte. Naja. Da konnte man wenigstens spüren, wo man die Zeit liegen lässt. Naja, gut. Weiter. Fahre möglichst schnell zwei Runden im Kreis. Du lernst das Beschleunigen und Kurvenfahren eines Fahrzeuges mit Frontantrieb. Du musst sehr vorsichtig Gas geben, um zu verhindern, dass das Fahrzeug vorne wegrutscht und untersteuert. Fahre möglichst nah an den inneren Hütchen. Ja, 22,90 als Ass. Ja gut, 25 Sekunden als Profi versuche ich mal. Mal schauen, was hier rauskommt.
Ist schön, dass die A-Säule ein bisschen im Weg ist. Schöne A-Säule. Erste Zwischenzeit. Ich weiß nicht, wie langsam ich unterwegs bin. Und da habe ich schon ein Hütchen berührt. Schade. Ja, da habe ich mehrere Hütchen berührt. Ah. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Man sieht, erste Runde funktioniert, zweite Runde eigentlich auch. Da war dann die erste Berührung. Und dann hier in Folge die nächsten zwei aufgrund von keiner weiteren Konzentration. Also nochmal. Bloß kein Frühstart machen. Überlenke aber auch gar nicht, ne? Oh, uiuiui, das war knapp. Das wird auch knapp. Diese Übung ist dann doch ein bisschen anspruchsvoll. Ach, geschafft. 11 Sekunden. Achso, 24 Sekunden. Ja. 24 Sekunden ist besser als 25 Sekunden. Insofern bin ich als Profi eingestuft. Yeah! Weiter. Überhole so viele Gegner wie möglich, ohne zu kollidieren. Das wird, glaube ich, das Harte an dieser Übung werden. Du wirst lernen, richtig und fair zu überholen. Verwende nach links schauen und nach rechts schauen, um deine Gegner im Auge zu behalten. Drücke beide Knöpfe gleichzeitig, um weiter nach links. Das funktioniert so leider nicht. Der Kurs ist bekannt für seine Vielseitigkeit, da von jedem Kurventyp etwas dabei ist. Neben der Schikane trägt die Haarnadelkurve nach Start-Zielzer Einzigartigkeit bei. Also man muss schon sagen, Blackwood ist die charakteristische Strecke. So, meine Gegner heißen Halbprofi, den ich jetzt hier schon liegen lasse. Jetzt frage ich mich, war das eine Berührung? Also ich habe da so was Leises gehört. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Berührung im eigentlichen Sinne war. So, raus beschleunigen, Windschatten. Eigentlich ist der Windschatten in LFS massiv, aber hier merke ich gerade gar nichts. So, am Halbprofi, am Profi vorbei. So, jetzt nur noch vorne Ass, aber Ass kriege ich glaube ich nicht mehr. Es geht ja nur über eine Runde. Der ist schon 2,7 Sekunden weg. Mal schauen. So. Über die Linie. Ass hat gewonnen. Ich komme wenigstens als Zweiter ins Ziel. Ich wurde als Profi eingestuft. Sehr schön. Weiter geht's. Testfahrt. Nun ist es soweit. Du darfst das schnellste der Demo-Fahrzeuge fahren. Den Formel BMW. Du wirst ein Gefühl für den Formelwagen bekommen. Ja, also das ist der Formel BMW. Da gab es ganz viele echte Rennserien mit. Es gab
in erster Linie Projekte mit diesem Spiel, Rennfahrer für V1. Ich glaube, V1 hieß die Geschichte, darüber anzuwerben. Ob das wirklich hier vernünftig gelungen ist, weiß ich nicht. Also, es entzieht sich meines Wissens, besser gesagt. Tipps: Der Wagen hat ein sequenzielles Getriebe. Zum Hochschalten wird keine Kupplung benötigt. Du musst allerdings im Moment des Hochschaltens kurz vom Gas gehen. Der Formel BMW ist das Einstiegsfahrzeug des Formelrennsports. Er wird von einem 140 PS starken BMW K1200 RS Motor auf bis zu 230 beschleunigt. Naja, das Auto gucken wir uns dann mal beim nächsten Mal an. Ciao.